Moin moin, schön, dass ihr wieder da seid zur nächsten Runde Civ. Wir haben jetzt in der letzten Runde hier den Siedler entwickelt, gekauft, um hier eine Stadt zu bauen und um die Ressourcen anzuschließen. Und in der nächsten Runde ist Raketentechnik fertig. Wie gewohnt, direkt nächste Runde. Schauen, was es Neues gibt. Und dann haben wir hier hinten noch den Siedler, der gleich den anderen Kontinent da mal in Beschlag nehmen wird, quasi. Mal was siedeln wird. Am liebsten natürlich irgendwo, wo es gute Ressourcen gibt. Aber mal schauen, was das Land hier so anzubieten hat. England ist im Krieg auf jeden Fall. Wir haben jetzt die Möglichkeit, einen Raumhafen zu bauen. Wenn wir weiter forschen, lüften wir vielleicht eines Tages die Mysterien der Sterne. Oh ja, das werden wir. Das werden wir. Raketenwissenschaft wurde mythologisiert und steht in keinem Verhältnis zu ihrem wahren Schwierigkeitsgrad mehr. Jean Carmack. Die Raketentechnik ist fertig. Sehr gut. Das heißt Raumhafen. Und Erdsatellitenstart. Okay, da müssen wir nicht weiter runter. Hier bauen wir hier die Stadt. Das ist auch ganz gut so. Das können wir machen. Der Artillerie gehen wir auch gleich an Land. Oh, da ist nämlich auch gerade ein Barbar. Dann gehen wir mit ihm noch mal ins Wasser hier. Die Fregatte kann was erkunden. So ungefähr. So kann die mal fahren. Na, das ist natürlich blöd. Aber wir haben eh bald den Erdsatellit, von daher. Wie sieht's denn der? Okay. Pokrovka hat Produktion noch 3 Runden mit der Börse. Wie lange dauert der Raumhafen? 39 Runden. Mama mia. Hier oben. Produktion müsste das flotter gehen. 31 Runden. Die Produktion von Montezuma hier oben, die ist ziemlich stark gewesen. Das ist nicht verkehrt. Das können wir vielleicht nachher noch ein bisschen pushen, wenn wir hier und da noch ein paar Minen oder ein Holzfällerlager, also Sägewerk bauen. Wah, eine Mücke oder eine kleine Fliege? kaufen wir mal einen Handwerker, dann pushen wir das hier oben noch ein bisschen. Und dann machen wir den Raumhafen nachher hier. Weil das dürfte aktuell die produktionsstärkste Stadt sein. So, hier oben machen wir mal Elektrizität einfach. Und dann nehmen wir mal Seoul für uns in Anspruch. So. Irgendwer hat hier Frieden geschlossen. Seoul hat mit Saladin Frieden geschlossen. Ah, er hat Krieg mit Saladin. Er hat Krieg mit Saladin hier. Interessant. Und wer? Arabischen Reichs? Nein. Beim Mittelabschöpfen? Nein. So ein kleiner Sack. Noch weißt du was, Kleopatra? Das können wir machen. Kriegst ein kleines Geschenk von uns. Komm, ist okay. 3 Gold pro Runde. Können wir uns erlauben. Arabischen Reiches. Wir gehen doch gleich hier hinten an Land. Und soweit ich mich erinnern kann, ist der alte Araber auch hier. Da oben, Kairo. Okay, das ist weit weg, aber vielleicht können wir danach ein bisschen Stress machen. Die gehen hier an Land. Da kommt noch die Feldkanone, die kann hier unten noch gerade ein bisschen erkunden gehen. Dann haben wir das schon mal. Okay. Ah, da muss ich mich gerade räuspern. Machen wir hier mal das Aquädukt. Nee. Machen wir einfach die Börse. So, und das Kriegsschiff. Kommen wir nach hier oben. Ui. Voll die Barbaren-Armada hier. Und ich glaube, hier ist auch zu. Hier kann man nicht durch. Ja, toll. Naja. Neapolis kann die Wassermühle machen.
Und der Siedler soll mal Gas geben da. Ach ja, du, genau. Produktion hier oben. Da eine Mine hin. Wollte er nicht so gehen? Naja. Wie auch immer. So. Pokrovka, Spion arabischen Reiches. Diskutieren wir mal, Saladin, mein Freund. Le. Was? Meinst du ernst? Ja, okay, alles klar, weiß ich ja Bescheid. Machen wir gleich einen Pokrovka direkt beim Spion. Können wir ihn zufällig kaufen? Nee, dachte ich nicht schon. Okay, ist ja in zwei Runden soweit, dann machen wir dann einen Spion. Dann mischen wir uns auch mal in die Spionage hier ein. Na, wer bist du? Hä? Vielleicht für hier hinten? Keine Ahnung. Ja, hier ist ja noch einer. Ach, weißt du was, er kann da mal einen Bauernhof hinmachen. Zack. Bevor da jetzt verschimmelt, mein Gott. Ja, genau, dir gebe ich auch deinen Spion zurück. Glaubst du ja wohl selber nicht, doof. Für kein Geld der Welt. Unsere furchtlosen, rasenden Reporter sind wieder unterwegs. Carla Kolumna. Ach ja, süß. Greift der Armbrustschütze an. So, du kannst mal nach Neapolis gehen. Dann von da aus gleich weiter. Die Artillerie. Machen wir hier den Schwertkämpfer klar. Ups, Moment. Und so. Und so. Kann ich ihn noch zusammenketten? Yep. Die Feldkanone entdeckt das bisschen hier unten noch und kann dann mal hier an Land gehen und hier ein bisschen aufdecken nebenbei. Du. Ja komm, weißt du was? Nächster Bauernhof, wenn wir jetzt einmal dabei sind. Hier unten würde ich eigentlich nur ungern noch her, weil. Dann kann ich wenigstens hier oben das Stück noch aufdecken, dann bin ich da auch befriedigt. So, Hongkong. Wer ist denn da jetzt der Boss? Norwegen. Mhm. Ja, von mir aus. Der Herald, der wird uns eh so flott nicht ans Bein pissen. Wer bist du denn? Ja. So, du. Ja, einfach weiter. Komm, dann hier so. Ist okay. Namaskar. Gandhi. Mein Name ist Gandhi. Mere log mujhe Bapu kehte hain. Par kripya, mujhe Mitra kahe. Alles klar, mein Freund. Wir haben den Gandhi getroffen. Schön. Schön. Ja, Hauptstädte können wir machen. Ah, hier ist der Gandhi. Und wo ist die Hauptstadt? Na? Aha. Ja, weil wir eine andere Regierung haben als sie. Ach, hier oben, Delhi. Wenn es keine Elektrizität gäbe, würden wir alle bei Kerzenschein fernsehen. Aha. Das ist ein bisschen blöd mit diesem Bug, dass man das dann doppelt hört. Das ist ein bisschen nervig, aber kein Weltuntergang.
Sowas, zu welcher Stadt gehört das überhaupt? Okay, es gehört zur Hauptstadt, ist ein Hügel. Dann muss ich bestimmt erst den Regenwald wegmachen. Ihr geht mal weiter. Hier ist schon alles bebaut. Mann, Mann, Mann. Ui, es geht aber alles ziemlich flott mittlerweile. Also wissenschaftstechnisch sind wir auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Was machen wir denn? Naja, es sind nur zwei Runden, komm, machen wir hier fortgeschrittene Ballistik. So, das ist der Händler von, genau, von hier. Der kann für den Anfang ja nach Chatom liegt, das ist okay. So, hier Spion. Hä? Ach ja. Aber also Montezuma hatte unseren Spion. Wir haben Montezuma vernichtet. Er müsste ja in einer der Städte gefangen gewesen sein. Jetzt mal so angenommen. Wieso haben wir den dann nicht wieder? Und wieso können wir dann noch keinen neuen machen? Auch das ist doch blöd. Naja gut, dann halt nicht. Weiß ich jetzt auch gerade nicht, wie ich das Problem lösen sollte. Dann machen wir in Pokrovka mal das Forschungslabor, würde ich sagen. Ja. So, und du? Hansi, was ist mit dir? Ach, weißt du was? Wir kaufen das Geländefeld gerade. Ach, 7 Runden, ne? Okay, das ist jetzt nicht mehr so viel. Aber du kannst auch eigentlich nach hier oben da das Silber oder irgendwas hier oben noch regeln. Das geht schon klar. So, du wolltest hier hoch. Mirif, die Universität. Jawohl, auf jeden Fall. Ein Stammesdorf wieder entdeckt. Ah, hier unten noch. Okay. Da unten kommt er doch nicht her. Oder sag bloß, er kommt da unten her. Na, da bin ich jetzt aber mal gespannt. Auch wenn er da jetzt sinnlos durch die Gegend schippert. Das will ich sehen. Ah, schade eigentlich, dass wir auf so einem kleinen Kontinent hier waren mit Montezuma. Und nicht auf so einem wie hier hinten der Rest. Da ist ja anscheinend richtig dick Party. Ich glaube, die teilen sich das alles irgendwie. Naja, jetzt kann man hier eine Mine machen, dachte ich mir. So, ihr geht mal weiter. Okay. Die Artillerie geht dann mal hier runter. Ja, wir bauen mal eine Stadt. Maikop. So, direkt mal das kaufen. Aber damit können wir warten bis zur Ausdehnung, denke ich. Das ist in Ordnung. Und hier oben den Raumhafen. Auf. Ja, oder? Ja, auf den Sumpf kommen. Sumpf ist für mich irgendwie eine der unnötigsten Geländefeldarten. Du gehst mal hier runter. Okay, hier ist auch alles zu. Wer ist denn das nochmal? Ah ja, der Kongo.
Okay, Maikop Monument. Wo ist der Handwerker, der erste? Der ist hier. Kann dann direkt bis nach da oben gehen. Wir brauchen das jetzt nicht so dringend, dann kann der da oben anfangen und dann ist gut. Wie gesagt, er bestimmt hier, wir siedeln zu nah in seiner Gegend. In Bergen. Kommt er an, ja, ihr habt zu nah am Bergen gesiedelt. Ihr solltet weiter nach Land suchen. Ja, ja. Nee, doch, nee. Ach, Kleopatra. Was will sie denn? Ihr seid schlimmer als Brutus und Cassius zusammen. Die Welt wird... Nee, nur nochmal. Die Welt wird die Wahrheit erfahren. Ja, hatte ich doch hier gelesen. Kriegstreiberei. Mhm, ja. Gut. Wir betreiben wieder Kriegstreiberei, wo wir einfach gar nichts machen. Wir haben Montezuma vor Ewigkeiten ausgelöscht. Also ja, gefühlte Ewigkeiten. Hier im Spiel sind da bestimmt... Unwissenden ist nutzlos im Angesicht der Kugeln der Gebildeten. Im Spiel sind bestimmt 50 Jahre oder 100 Jahre vergangen, aber wir betreiben immer noch Kriegstreiberei. Das ist logisch, ja. Definitiv. So, das ist Regenwald, ne? Hier kann man... Ja, da kann man dann keine Mine mehr machen. Dann war es das ja schon mit dem Potenzial an Produktion. Wir könnten höchstens das hier noch tauschen. Kriegen wir das hin? Tauschen. Ja, sehr gut. Machen wir erstmal die Forschung. Machen wir hier die Ölquelle, also Plastik, dass wir eine Ölquelle machen können. Und er geht dann da runter. Weil dann können wir gleich hier unten das Öl anschließen. Oh, nicht hier unten, sondern hier unten. So, du bist die Artillerie. Ja, auf das Musketier da. Komm, hauen weg. Sixem. Das ist auch so ein blödes Wort. Sixem. Das böse, blöde Wörter. So richtiger Assi-Slang. Okay, nächste Runde. Na, wie? Wow, wow. Was ist denn hier los? Barbaren oder was? Ha! Eine kleine einsame Insel mit Aluminium. Ja, dann geh halt dahin und mach das Silber gleich, meine Güte. Ist doch Latte. Das ist echt das einzige Öl, ne? Oh, wow. Oh, da hatte ich mich gerade beim Lachen verschluckt. Da wurde ernsthaft der Speer von so einem Barbarenschiff umgenietet da oben. Ja. Und hier ist alles zugebaut. Ich meine, wir könnten natürlich hier gut eine Stadt hinbauen, das ist nicht die Frage. Aber, ja, ich weiß nicht, ich würde lieber ein bisschen weiter rein. Zum Fuß fassen. Campoala. Schiffswerft. Und hier. Ja, machen wir mal einen Hafen, komm. Wissenschaftler haben mittlerweile genug oder so. Weit auf jeden Fall. Schauen wir mal. Ja, fast 300 pro Runde. Er hat. Was? Okay, er hat wenigstens 188. Okay. Aber die haben einfach weniger Forschungen fertig. Aber wir, ganz ehrlich, erforschte Technologien 52, Wissenschaft pro Runde fast 300. Der zweite, erforschte Technologien 42,
Wissenschaft pro Runde 100. Ja. Gut. Und beim Herrschaftssieg führen wir mittlerweile auch. Wir haben eigentlich gar keine Einheiten dazu bekommen, aber wir haben da mehr an Stärke. Und sie hat halt weniger, weil sie im Krieg ist die ganze Zeit anscheinend und da Einheiten verliert. Na? Achso, ja, die Einheit wurde getötet hier oben. Ja, das haben wir mitbekommen. Alles gut. Die Fregatte. Ach ja. Ja, komm. Ach, Moment, kann man nicht hier eigentlich automatisch erkunden? Wie keine Achso, wegen der Beförderung geht das nicht. Ja, befördern wir die mal und dann nachher einfach automatisch erkunden. Habe ich mit dem Netz zeigen lassen. Das ist dann doch. Also in so Situationen wie jetzt mit der Fregatte, die halt einfach irgendwo rumschippern soll, ein bisschen was aufdecken soll, bietet sich das auf jeden Fall an. Gandhi, mein kleiner Freund. Du möchtest Silber und gibst uns dafür Zitruspflanzen und Gold. Das können wir machen. Das sind wir auf jeden Fall d'accord. Das ist in Ordnung. Indien handelt mit Skythien. Nein, wer hätte das gedacht? Skythien heißt das Land ja an sich eigentlich auch. Aber dass Harald auch nicht gesagt hat, wir siedeln zu nah bei ihm, das wundert mich ein bisschen. Vielleicht, weil das hier nicht sein eigentliches Reich ist, sondern so eine Erweiterung, so eine Expandierung. Kolonie. Ja, so eine Kolonie. Vielleicht deshalb. Und dass unser Heimatkontinent ist. Weil das sonst auch schon auch wirklich frech wäre, wenn man das so sieht. Na komm, geh nach Bukowka. Hauptsache du gehst. Die Feldkanone kann eigentlich das Barbarenlager hier mal frisch machen. Aber hast du sogar einen Siedler? Nein, ja geil. Ja geil. Den müssen wir es auf jeden Fall noch holen. Okay, hier die Ketten lösen. Dann mit der Artillerie dahin. Mit dem Siedler auf die Artillerie. Dann ist er safe. Und dann mit der Infanterie noch runter für den Siedler. Heiße Nummer. Heiße Nummer. Geil, direkt ein zweiter Siedler auf dem Kontinent hier unten. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann bauen wir vielleicht doch hier die Stadt hin. Und dann gucken wir mal mit dem anderen noch ein bisschen Land einwärts. Haha, sehr geil, sehr geil. Ja, hier oben ist ein englisches Schiff. Großer Musiker. Großer Musiker. Mhm. Die stehen anscheinend auf Musik hier oben. Aber hier oben unten ist aber immer noch kein Öl oder sowas. Hier ist halt zweimal Öl. Vielleicht sollten wir doch noch mit einem Siedler mal oder mit zwei Siedlern hier rüber. Wobei, wenn wir hier hier wäre halt ganz gut. Oder hier. Das wird ja eigentlich dann auch reichen. Das gibt plus zwei Produktionen. Eine Mine gibt drei. Ja, komm, machen wir den Wald weg. Das gibt ja dann auch mal Bonus auf dem Raumhafen. Achso, ich glaube, am Ende kommt dasselbe raus wie bei einer Mine. Mit dem Wald. Oh nein, jetzt ist auch der Bauarbeiter weg. Ich Idiot. Gold kaufen. Handwerker. So. Ich glaube, bei dem Wald mit dem Sägewerk ist das dann halt plus 2 und es hat schon eins mehr. Und jetzt so, sonst dann mit einer Mine plus 3 und es hat halt eins weniger. Am Ende kommt dann dasselbe bei raus. Naja, egal. Neapolis, ja, Kornspeicher. Das ist okay. Du bist hier hoch. Machst dann da gleich die Mine. Wo ist der Siedler? Wo ist der Siedler? Ich will den Siedler. Wo ist der Siedler hin? Ich hoffe, der ist noch hier rübergegangen. Der war ja da, da müsste er eigentlich hier rübergegangen sein. Diese kleine Ratte. Was bist du? Ein Sprichwort sagt, Bruder, dass das Haus eines Tyrannen eine Ruine ist.
um die See um euch herum nur Ruinen. Ja, das ist nicht korrekt von dir. Ja, er denkt wieder, wir betreiben Kriegszauberei. Der Saladin. Na gut, wenn du das meinst, dann mein du das. Muss ich ja nichts zu sagen. Für Odin, für euch wird es keinen Platz und nur die Staffel geben. Ihr seid eine Schande. Ja, wir betreiben bei ihm auch wieder Kriegstreiberei. Ach, KI. Ja, wie ich das jetzt bei ihm mit dem Akzent machen soll, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind wir ein großes Übel in dieser Welt und unser Name wird noch generationenlang verflucht werden, weil wir auch wieder Kriegstreiberei betreiben. Ja, alles klar. Also was sie sich bei der KI gedacht haben, ehrlich, keine Ahnung. So, der Handwerker ist fertig, dann kann er da oben hin für die Mine. Du kannst hier die Mine mal bauen. Ah, Bonus auf Nanotechnologie, sehr gut. Und ja, hier würde ich echt beinahe sagen, komm mit dem Siedler hier rüber. Da ist nämlich auch die andere. So. Mit der Infanterie gehen wir mal direkt hier weiter. Und dann bauen wir mit dem Siedler nachher hier hinten eine Stadt. Die Artillerie stellen wir dann mal in die Stadt. Die Stadt bauen wir hier oder hier. Da wäre halt mega krass für den Hafen. Aber das könnten wir auch von hier aus machen. Ich würde sagen, wir bauen die Stadt hier. Dann können wir nachher unten im Zweifelsfall noch eine machen, wenn Land inwärts nichts mehr los ist. Packen wir ihn auch direkt dahin. So, die zwei Felder mitnehmen und wieder hier rüber. Dann Produktion, weil Texcoco. Texcoco, was brauchst du? Du brauchst Wohnraum, Aquädukt ist. Ja, aber da kacke. Wie wär's mit dem Unterhaltungskomplex mal? Der wird dir auch ganz gut zu Angesicht stehen. Na komm, machen wir ihn einfach hier. Okay, wir haben eine Quest erfüllt. Was auch immer das war, wir haben sie auf jeden Fall erfüllt. Naja, die Folge ist jetzt glaube ich sogar ein bisschen länger geworden, aber ich war gerade so drin hier. Und wollte auf jeden Fall den Siedler eigentlich noch haben. Aber den holen wir in der nächsten Folge. Von daher, alles in Ordnung. Es geht steil bergauf. Wir sind auf dem aufsteigenden Ast sozusagen. Es läuft 1A. Und in der nächsten Runde können wir das Öl anschließen und dann auch bald Panzer machen. Und mal schauen, was es mit der Wissenschaft gibt. Wir sind da jetzt mit dem Raumhafen in 20 Runden ja ganz gut dabei. Dann können wir da anfangen mit Satellitenstart und so weiter und so weiter. Alles in der nächsten Folge oder in der danach oder in der danach oder danach oder danach oder irgendwann in den nächsten paar Tagen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, macht's nicht gut, macht's besser, haut rein.